Unglaublich. Zypern hat schon wieder 8 Staatsbürgerschaften entzogen oder annulliert, die über ein CBI-Programm, also Einbürgerung durch Investment und Spende, noch vor einigen Jahren genehmigt worden sind. Und weitere 100 Staatsbürgerschaften sind in der Überprüfung. Wenn du auch gerade überlegst, dir eine zweite Staatsbürgerschaft oder ein Golden Visa zuzulegen, dann bleib unbedingt dran und sieh dieses Video bis zu Ende. Ja, das kommt leider dabei heraus, wenn man versucht, eine Abkürzung zu nehmen und auf falsche Versprechen vertraut. Die Entscheidung ist ja Teil einer laufenden Untersuchung zu mutmaßlicher Korruption und Unregelmäßigkeiten innerhalb des inzwischen aufgehobenen Programms. Man hat die Namen der Person diesmal nicht veröffentlicht, aber bekannt gegeben, dass den Investoren und auch allen Familienmitgliedern die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Worum genau geht's denn aber bei diesen Unregelmäßigkeiten? Und wenn du gerade überlegst, auch eine weitere Staatsbürgerschaft zu erwerben, was musst du beachten, damit dir das nicht passiert? Ja, weil bei dem damaligen und zwischen eingestellten Programm ja die Investitionssumme sehr, sehr hoch war, nämlich 2 Millionen Euro in eine Immobilie, Unternehmen oder Staatsanleihen, zusätzlich noch eine Spende gezahlt werden musste, haben sich hier zypriotische Beamte offensichtlich bereit erklärt, auch bei nicht vollständig bezahlten Investitionen bereits den Antrag auf Einbürgerung zu genehmigen. Das Ganze wurde so verschleiert, dass das über Jahre niemanden aufgefallen ist. Und jetzt gibt es Untersuchungen, inwieweit sich diese Beamten daran bereichert haben könnten und wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass das niemandem aufgefallen ist bisher. Der Skandal begann ja 2020, als ein Bericht des TV-Senders Al Jazeera, der mit versteckter Kamera aufgenommen wurde, ausgestrahlt wurde. Und in diesem Fernsehbericht war der damalige Parlamentspräsident zu sehen, wie er einem Chinesen, der in seiner Heimat wegen Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe sogar verurteilt worden war, die zypriotische Staatsbürgerschaft anbot. Als die Aufnahmen dann veröffentlicht wurden, dann trat eben dieser Parlamentspräsident sowie ein Abgeordneter zurück. Und eine Kontrollkommission stellte dann fest, dass von 2007 bis 2020 insgesamt 3.517 Investoren und deren 3.810 Familienmitglieder die Staatsbürgerschaft erhalten, aber eben eine sehr, sehr hohe Zahl davon illegal gewesen sei. Das heißt, die Investitionen sind nicht in voller Höhe erfolgt oder die Anforderung an den Antragsteller, eben zum Beispiel ein einwandfreies Strafregister zu haben, die waren nicht wirklich erfüllt. Was ist jetzt das Fazit? Also was nimmst du jetzt aus diesem Geschehen mit? Wir sprechen ja täglich mit Mandanten, die interessiert sind, legal eine Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und es gibt ja viele Gründe dafür, aber es gibt nur 4 Wege zu einer Staatsbürgerschaft. Das ist einmal die Abstammung, dann ist es die Heirat, in Klammern noch vielleicht die Adoption. Und eben dann die 2 anderen Wege zur zweiten Staatsbürgerschaft ist entweder ein längerer Aufenthalt in einem Land oder eine legale Spende oder Investition in einem Land. Der Aufenthalt kostet Zeit und die Staatsbürgerschaft durch Investment, die kostet Geld. Und viele versuchen natürlich auch hier zu sehen, wie kann ich entweder die Zeit verkürzen oder wie kann ich das Geld minimieren, das ich da investieren muss. Leider erzählen uns eben immer wieder Mandanten im Gespräch, dass sie im Internet oder bei anderen Beratern gehört hätten, dass es doch schneller gehen könnte oder man doch günstiger eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass erwerben kann. Der Fall von Zypern sollte aber ganz klar machen, dass man hier besser keine Abkürzung nehmen sollte. Denn was nützt es dir, wenn der Pass nach einigen Jahren für ungültig erklärt wird, nur weil ein Beamter eben an einigen Stellen ein Auge zugedrückt hat? Und dann stehst du zum Beispiel am Grenzübergang, am Flughafen, willst gerade einreisen oder ausreisen und dein Pass wurde annulliert. Ein Beispiel. Wenn man eine zweite Staatsbürgerschaft nicht durch Investition, sondern durch Aufenthalt erhalten möchte, geht das am schnellsten ja in einigen lateinamerikanischen Ländern, auch die Dominikanische Republik ist dort vielleicht noch zu nennen. Und man kann nach 2 Jahren Aufenthalt zum Beispiel in Argentinien die Staatsbürgerschaft beantragen. Jetzt ist es so, dass einige Internetseiten behaupten, es reicht, wenn man in den 2 Jahren jedes Jahr nur so 2 Monate in Argentinien ist. Jetzt ist aber so, in Argentinien entscheidet nicht eine Behörde, also eine Migration- oder Ausländerbehörde darüber, ob du eingebürgert wirst, sondern ein Richter. Der entscheidet über deinen Einbürgerungsantrag. Du hast also nach 2 Jahren und ein paar Monaten einen kurzen, aber sehr wichtigen
Termin vor Gericht. Zum Glück muss man beispielsweise in Argentinien nicht perfekt Spanisch sprechen. Einige behaupten sogar, man muss eigentlich überhaupt kein Spanisch sprechen, aber das ist noch ein anderes Thema. Vielleicht arbeitet jetzt der Internetberater, der dir sagt, 2 Monate pro Jahr reichen zu, in Argentinien dich aufzuhalten, der arbeitet vielleicht mit einem Richter zusammen, der solche Anträge bisher immer durchgewunken hat, auch wenn du nur 2 Monate im Land warst. Also vielleicht hat er verzichtet, sich zeigen zu lassen, was hast du eigentlich in den letzten 24 Monaten in Argentinien genau gemacht. Aber wer garantiert dir denn, dass dieser Richter in 2 Jahren noch da ist? Seriöse Berater und Anwälte werden dir deshalb raten, in 2 Jahren mindestens 365 Tage in Argentinien zu sein, damit dein Antrag legal genehmigt werden kann. Das ist auch das, was ich dir beispielsweise in einem Beratungsgespräch empfehlen würde. Und es gibt natürlich, gerade wenn wir jetzt bei Argentinien sind, noch ein paar andere Bedingungen, die du erfüllen musst. Es ist also ganz, ganz wichtig, alle Anforderungen zu erfüllen und keine Abkürzung nehmen zu wollen, die nicht legal ist. Genauso werden im Internet auch Pässe, sogar Diplomatenpässe für wenig Geld angeboten. Also Diplomatenpass ab 10.000 US-Dollar kann man da manchmal im Internet vielleicht sehen. Oder der ganz legale Weg zum Diplomatenpass für 130.000 Dollar habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Vielleicht kannst du mit einem solchen Pass in ein Hotel einchecken oder einen Mietwagen mieten. Aber wenn du Reisefreiheit suchst und wenn du vor allem eine legale Staatsbürgerschaft erwerben willst, die du auch an deine Kinder weitergeben kannst, gibt es keine Abkürzung. Und jetzt sind ja die Beträge, die man für eine legale Staatsbürgerschaft investieren muss, leider in diesem Sommer fast in allen Fällen um ca. 100% gestiegen. Also Vanuatu ist da noch eine Ausnahme. Das ist jetzt vielleicht der preiswerteste Pass für 130.000 Dollar. Spende oder alternativ auch eine Investition in einen Staatsfonds, bei dem man sogar nach 5 Jahren 50.000 Euro zurückbekommen kann. Aber das sind jetzt Details, vielleicht auch Inhalt in einem Beratungsgespräch oder du liest die Details auf unserer Webseite nach. Also eine Familie mit 2 Kindern beispielsweise muss für eine legale Staatsbürgerschaft in, sagen wir mal, Antigua 230.000 US-Dollar jetzt investieren, bekommt dann aber einen Pass, mit dem man sogar in den Schengen-Raum visafrei einreisen darf. Wenn das jetzt aber eine zu hohe Investition ist und du trotzdem aber an einer zweiten Staatsbürgerschaft interessiert bist, vielleicht weil du jederzeit ausreisen können willst oder wenn dir die Luft in Deutschland in der Zukunft doch mal zu dick wirst, du ohne ein Visa beantragen zu müssen in einem anderen Land ein Refugium hast, dich dann dort unbegrenzt aufhalten willst, dann gibt es eben auch noch gute Alternativen, für die du keine 200.000 US-Dollar investieren musst. In der Pandemie zum Beispiel konnte man ja mit einem Golden Visa oder der Residenz, einer Dauerresidenz eines anderen Landes, auch frei reisen. Also man konnte ausreisen aus Deutschland und man konnte dann eben entweder durchreisen durch andere Länder oder auch einreisen in bestimmte Länder. Ich hatte beispielsweise für meine Frau, meine Tochter und mich in der Pandemiezeit Residenzen in 2 weiteren Ländern und wir konnten ohne Probleme hin und her reisen und haben das auch getan. Auf unserer Webseite Plan B Konzept und in unseren Beratungsgesprächen stellen wir ja außer 10 Staatsbürgerschaften noch mehr als 20 interessante Optionen für Dauerresidenzen vor und viele von denen erfordern keine Investition. Es gibt da interessante Länder, die dir eine Dauerresidenz beispielsweise ausstellen, wenn du ein regelmäßiges passives Einkommen, zum Beispiel eine Rente, nachweisen kannst oder einen bestimmten Kontostand einfach nur nachweist und schon hast du eine Dauerresidenz. Vor kurzem haben wir auch über eine interessante Dauerresidenz in Sansibar beispielsweise berichtet. Und wenn du Rentner bist und eine monatliche Rente nachweisen kannst, erhältst du zum Beispiel auf der wunderschönen Insel Sansibar eine Dauerresidenz. Dort sind die Lebenskosten sehr, sehr niedrig. Du hast wunderbares Wetter, bist vielleicht nah am Meer. Oder du kaufst dir ein kleines Stadthaus nah am Meer ab 90.000 Euro und bekommst auch allein deswegen für die 90.000 Euro eben das Haus und die Dauerresidenz. Und wenn du nicht sofort dort wohnen willst, dann kannst du das Haus an eine Hausverwaltung geben, kassierst Mieteinnahmen nach Abzug aller Kosten von mindestens 5% des Kaufpreises. Wenn dich das übrigens interessiert, trag dich in unsere Warteliste ein, denn ich will mir das mal mit einigen unserer Mandanten genau anschauen und wir planen noch Ende diesen Jahres einmal und einmal Anfang nächsten Jahres mal eine 3-Tage-Reise nach Sansibar und wollen sehen, wie ist das wirklich, was bekommt man für 90.000 Euro für ein Haus und wie ist da wirklich die Lebensqualität. Aber zurück, wenn du herausfinden willst, welches Programm, sei es eine
zweite Staatsbürgerschaft oder eine Dauerresidenz am besten zu dir und deinen Zielen passt, dann buch doch ein Beratungsgespräch und Informationen zum Nachlesen findest du genügend auf unseren Websites zum Thema. Link blenden wir hier mit ein. Ich freue mich, dich kennenzulernen, sei es im Beratungsgespräch, sei es vielleicht auf einem unserer Seminare, die wir ja durchführen, regelmäßig alle paar Monate kannst du ja Sebastian und mich auch mal persönlich treffen, in London, in Zürich oder jetzt auch Istanbul. Also ich freue mich, dich dort kennenzulernen oder im Beratungsgespräch oder vielleicht auch bei der gemeinsamen Reise nach Zanzibar. Also wenn du Fragen hast oder Kommentare, dann schreib sie auch jetzt hier gern zum Video. Wir beantworten fast alle seriösen Nachfragen sehr, sehr gerne oder schreib eine E-Mail. Ich freue mich, dich bald kennenzulernen. Bis bald, bis zum nächsten Video. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.